So, hier sehen wir einmal unser Administration Building mit dem Teich. Teich ist natürlich sehr wichtig und da hinten unsere Landebahn, hochprofessioneller Matschweg. Aber das ist natürlich bei weitem noch nicht das Spektakulärste. Oh Gott, anderer Investor, nicht hingucken, nicht hingucken. Oh Jack. Und dann natürlich unser spektakulärstes Gebäude, das Vertical Assembly oder Vehicle Assembly Building, könnt ihr euch aussuchen. Und die überaus beeindruckende R&D-Facility, die wir hier aufgebaut haben, um alles zu erforschen, was geht. Und ja, das ist es dann eigentlich auch schon. Und wir gehen mit ihr jetzt mal rüber ins Administration Building und parken da ein, um so ein paar Verträge zu unterschreiben. Und nachdem wir hier unser komplett beeindruckendes Gelände und unsere futuristische Technologie gezeigt haben, mit der wir da arbeiten, und werden mal ein paar Verträge klar machen für ein Space Hotel, denke ich mal. Da ist ja jetzt ein Auftrag zu vergeben und da muss schon ein bisschen Asche springen, würde ich sagen, damit wir uns dazu herablassen, mit dieser abgefahrenen Technologie, mit der wir jetzt das Weltall erforschen, sowas Lapidares wie ein Hotel zu bauen. So, einmal eingeparkt vor dem Administration Building. Zack. Oh, kommt, wir machen das vernünftig, oder? Gut. Naja, fast vernünftig. Okay, Parken üben wir nochmal, aber... Tada. So. Und wir sind eingeparkt. Es geht zur Vertragsunterschrift. Und dann schauen wir mal. Für die Antennen ein Fuchsschwanz-Mod. Das wäre hervorragend, wäre das. Das wäre eins der Mods, die ich sofort installieren würde. Warum recovern wir nicht? Wir probieren das andersrum. Hallo? Jetzt bin ich ein bisschen beleidigt. Ich komme aus der Mission gerade nicht raus. Ist das ein bekanntes Problem? Hattet ihr das auch mal mit diesen Verträgen? Was hat dieser Bug danach mit dir gemacht, Demo Jack? Was hat er danach mit dir gemacht? Sag es mir. Sie muss aussteigen. Ah, sie muss aussteigen. Na gut, das kriegen wir hin. Zack. Wir probieren das einfach mal. Leave Seat. Zack. Bonk. So. Geht nicht. So, ist mir aber auch egal, weil... Ich möchte das hier recovern. Ja, hier covert gar nichts mehr. Das ist natürlich eine schwierige Situation und da wird uns wohl nichts anderes übrig bleiben, als mal zu gucken, dass wir KSP wahrscheinlich einmal neu starten. Oder komme ich noch ins Main-Menü? Ich komme nirgendwo mehr hin. Okay, da werde ich wohl einmal neu starten müssen. Und ihr kriegt so lange einen überaus gut hervorragend vorbereiteten, von Neo hergestellten Zwischenscreen zu sehen, der euch mental dabei begleiten wird, wie die Probleme abgearbeitet werden. In diesem Sinne bin ich gleich wieder da und ihr könnt ein bisschen Musik hören und mal Pipi machen und ich starte KSP neu. Bis gleich. So, jetzt sind wir wieder da und weil ich natürlich nichts dazu lerne, wir sind genau an der Stelle wieder rausgekommen, ungespeichert, an der wir losgefahren sind, um die gute Frau einzuladen. Das probieren wir jetzt einfach nochmal. Was ich jetzt gemacht habe, im Gegensatz zu vorher, erstmal muss ich das hier wahrscheinlich wieder fixen. So, ich habe mir jetzt mal einen Screenshot gemacht von dem Vertrag, wo ich überall in welcher Reihenfolge langfahren muss. Und werde mir jetzt die gute Frau nochmal schnappen und sie an diesen Punkten vorbeifahren. Die Vermutung ist jetzt, also was ich vermute gerade aus dem, was ihr auch so im Chat geschrieben habt, dass der Vertrag wahrscheinlich wieder ein Häkchen bekommt direkt. Aber ich, wenn ich den Vertrag im Hintergrund dann nochmal erledige und dort überall lang fahre, ich hoffentlich den als erledigt gewertet bekomme. Wenn ich gar nicht recovern kann, dann wird das letzten Endes heißen, keine Ahnung, ich probiere das mal offscreen irgendwie hinzubekommen oder sonst irgendwas. Oder ich kick den Vertrag dann einfach irgendwann wieder raus, wenn es gar nicht geht. Und Bayin, danke für dein Follow, viel Spaß beim Zugucken. Und wir machen einfach mal hier weiter. Ach, da kommt sie. Pots, da kam sie runtergefallen. Die Tempfi Kermen. So.
Dann nehmen wir Tempfi Kerman einfach mal wieder an Bord und ich hoffe mal inständig, dass es diesmal nicht ganz so buggy ist. Mal gucken, was passiert. Mal gucken. Wir werden es sehen. Ich befürchte aber, das wird den gleichen Bug triggern wie letztes Mal auch. Wir schalten mal um. Jawohl, ist wieder erledigt. Können wir mal gucken, ob wir jetzt einfach direkt Recover Vessel sagen können. Ist ja erledigt, ne? Einfach mal den Bug unterlaufen, indem wir gar nicht erst anfangen, irgendwo hinzufahren. Mal gucken. Wir probieren experimentell Bugs zu umgehen. Ha! Wild Space Hotel, seht ihr? So einfach geht es. So. Tada! Was muss das können? We received the specifications for the space hotel. I'll need a whole lot of crew capacity, some transmitters and some good power storages. Okay, also, wir müssen ein Teil bauen. Ne, wir müssen vier Teile bauen, wenn ich das richtig lese, mit dem Modul Datentransmitter, richtig? Der Count bezieht sich wahrscheinlich auf das gesamte Modul und nicht. Also ich brauche nicht ein Teil mit vier Datentransmittern, sondern ich brauche vier Teile mit einem Datentransmitter. Mit dem Modul Docking Node. Okay, at least two, kann ich nachvollziehen. Crew Capacity at least 50. Ach du Heilige. Loading Groove, viel Spaß beim Aufnehmen. Und unsere Periapsis soll über 350 Kilometer sein. Okay, da haben wir dann ein bisschen was zu basteln. Die Investor-Tour ist auch immer noch da. Wieder da? Ne, andere Investoren. Okay, ist aber auch egal. Wir haben ein Space Hotel. Das passt schon mal. Und der expired in 18 Tagen. 53 Tagen, aber das scheint kein zeitlich begrenzter zu sein. Das heißt, 600.000, die können wir mal annehmen. Dann können wir mal nebenbei anfangen, das Space Hotel vorzubereiten. Das schadet ja nicht. Wie genau wir das dann machen, müssen wir mal gucken. Auf jeden Fall wird das ein ziemlich großes Teil bei einer Crew Capacity von 50. Da müssen wir einiges machen. Okay, aber jetzt gucken wir mal, dass wir ein paar Sachen erledigt bekommen. Wir haben jetzt, wenn ich das richtig sehe, alle 7 Verträge voll, genau. Jawohl, wir machen jetzt erstmal das Space Camp fertig und fangen an, die Vögel abzuholen. Das heißt, wir spulen jetzt mal ein bisschen vorwärts. In Richtung Space Camp. 4 Tage, 3 Tage, 2 Tage und noch ein Tag. Dann geht unser Vertrag langsam zur Neige und wir müssen unsere ganzen Touris da oben abholen. So, jetzt gucken wir mal. Ich glaube, ich hatte ein bisschen Puffer eingeplant. Lead on close, jump to ship. So. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für die ganze Geschose. Ich glaube, ich hatte irgendwie eine halbe Stunde oder so oder einen halben Tag. Irgendwas hatte ich noch an Puffer eingeplant, das weiß ich noch. So. Das hat ja auch nur so mittelgut funktioniert, ne? Okay, das Jump to Ship war nicht so gut. Wir gehen mal über die Tracking Station. Da war nämlich gar keine Raumstation gerade. Da war gar keine Raumstation. Zack. Kerbin Space Station. Fly. Das große Passenger-Modul habe ich tatsächlich noch nicht, das MK3. Da bin ich noch ein Stück weit von entfernt, wenn mich nicht alles täuscht. Zumindest wäre es... Oh nein, bitte nicht, oder? Ich glaube wirklich, der Hotelvertrag hat alles gebuggt. Oh nein, 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 nein. Es ist alles gebuggt. Ich glaube, der gesamte Safe ist am Arsch.
Verdammte Axt. Das ist tatsächlich nicht gut. Ja, ich kann nichts mehr anklicken. Mein Raumschiff scheint auch nicht zu laden. Schwierig. Ich könnte jetzt einen Full Revert machen. Ja, Freunde, ich glaube, der Drops ist gelutscht hier mit dem Safe Game. Und ich glaube, das Space Hotel wird ausfallen. Also, ich komme mal zu der guten Nachricht. Ich werde jetzt noch mal gucken, ob ich, wenn ich den Spielstand noch mal neu lade, ich das hinbekomme. Und wenn das nicht klappt, muss ich mal gucken, auf welchen Safe-Stand ich zurückrollen kann. Also Worst Case, das kann ich euch jetzt schon mal sagen. Worst Case ist heute vor dem Stream. Ich mache vor den Streams, kopiere ich immer einmal den Safe-Ordner weg, falls irgendwas unvorhergesehen ist. Also sowas wie ein Mod zerstört das komplette Spiel passiert. Was scheinbar heute passiert ist. Das heißt, der Worst Case wäre, dass ich dahin reverten muss. Vielleicht finde ich noch einen besseren Case. Das werde ich mit euch dann aber nicht jetzt live machen. Sondern ich gucke jetzt mal, was in den Autosaves, die so zwischendurch immer passieren, möglich ist. Ob ich irgendwas finde, kurz vor. Ich habe diesen blöden Hotel-Motten-Auftrag noch nicht angenommen. Ich glaube, der fällt dann mal raus. Wenn es richtig blöde läuft, dann werde ich wahrscheinlich offscreen die Sachen nochmal machen, die wir heute gemacht haben. Also ich werde dann die Touris landen und ich werde den Minmus-Scansat losschicken und diese Recovery-Kapsel nochmal vorbereiten. Genau, ich gucke mir das mal an, aber ich würde sagen, da das ein bisschen rumprobieren wird und sicherlich nicht allzu spannend, mache ich für heute an der Stelle Schluss und wir werden nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Also ihr werdet nächste Woche sehen, wie es weitergeht. Am Sonntag mit einem hoffentlich gefixten Safe-Stand für Hardcore Colonization. Und ich sag an diesem Punkt dann für heute erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und keine Sorge, ich krieg das wieder hin. Wir werden an irgendeiner Stelle weiterspielen können mit Colonization. Wir fangen sicherlich nicht von vorne an. Mein Name ist Robert und tschüss.